Das Evangelium steht bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit und keine Wurzeln hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Liebe Gemeinde, früher, als wir noch in Leipzig gewohnt haben, sind wir ganz oft dann hierher gefahren, weil es natürlich in Franken doch viel schöner ist als in Sachsen. Und das war dann manchmal interessant, wenn man so im Juni zum Beispiel fuhr. Und dann fuhr man durch Sachsen und überall der Raps so hoch und dicht, dass eine Katze drüber laufen konnte. Und dann kam man nach hier in die Region und dann war so da ein Rapspflänzchen und da eins. Noch stärker beim Mais, der war da so und hier, ja. Also Sachsen hat ja total fruchtbare Böden und hier ist ja bekanntermaßen unser Keuper. Dann immer wieder sieht man, wenn man spazieren geht, am Ackerrand wieder so Häufchen gemacht sind mit den vielen Feldsteinen, die wieder von unten irgendwie hochgekommen sind und die der Bauer wieder rausgelesen hat. Also die Ernten sind eben dann mal besser, mal nicht so gut. Und wenn ein Bauer hier richtig stolz auf seine gute Ernte ist, dann darf er sich nicht mit einem Bauern aus Sachsen unterhalten. Aber auch hier halten die Bauern durch und erfinden immer neue Tricks, wie sie ihre Böden verbessern, wie sie ihre Ernten steigern. Und jedes Jahr streuen sie geduldig ihren Samen. Palästina, das Land, in dem Jesus lebt, ist auch nicht Sachsen, hat auch nicht die 100 Bodenpunkte, sondern die Beschreibung, die Jesus da gibt, ist sehr realistisch, also auch was den Anteil an wirklich guten Äckern angeht. Also da sind erstmal einen Haufen. Man muss viele Samen säen, damit es wenigstens eine karge Ernte gibt, zumal vor der Erfindung des Kunstdüngers spielt das ja alles. Wie gut ein Same aufgeht, das liegt am Boden. In unserer Partnergemeinde in Tansania, von dort war ja mal der Pfarrer Mwanga hier. Ihr erinnert euch, 4 Jahre oder 5 Jahre lang war er hier, hat in Oberlauring gewohnt und hier in den Gemeinden gepredigt. Ich habe damals das auch öfter erlebt, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause war. Und er hat also toll gepredigt. Es war immer eine Wonne, ganz frei und schauspielerisch wunderbar. Aber er hat selber gesagt, Deutschland ist nicht Tansania. Das, was da an Wort aufgeht, an Evangelium aufgeht, das hat hier nicht gezogen. Er konnte nicht so viel ausrichten, wie er anfangs gedacht hat. Er hat gedacht, wenn jetzt hier mal wenigstens ein gescheiter Prediger kommt und die nicht mehr so langweilige deutsche Predigten hören müssen, sondern da kommt einer mit Schwung, dann geht es vielleicht richtig los, aber das war ernüchternd für ihn. Der Rahmen des Gleichnisses, das Jesus da erzählt, den finde ich sehr entlastend. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht extra, um jetzt mich oder andere Pfarrer in Deutschland zu trösten, sondern er erzählt es eigentlich aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Er hat gerade eine Sünderin bekehrt und dann wird beschrieben, welche Jüngerinnen ihm alle nachfolgen, von denen er diverse Dämonen ausgetrieben hat. Also mit seinem wortmächtigen Wort hat er schon ganz viel an Dornen und Gestrüpp beseitigt. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und Jesus, der wirklich begnadet predigt, der ein Wunderheiler war, der
der noch dazu der Sohn Gottes war, also eigentlich eine unglaubliche Vollmacht hatte, aber auch er geht davon aus, dass nur ein Teil der Saat aufgeht und Frucht bringt. Die Saat, an der liegt es nicht, die ist frisch und vielversprechend bei ihm. Er verkündet in Wort und Tat die Liebe Gottes. Und doch werden nicht alle davon erreicht. Und auch das kündigt sich ja am Sonntag Sexagesime schon an. Es werden eben so viele nicht erreicht, dass es am Ende für ihn ins Leiden geht, dass er selber unter die Räder kommt. Also, es liegt nicht an der Saat, es liegt auch nicht am Sämann, es liegt am Ackerboden, sagt Jesus. Manches fällt auf den Weg, sagt er. Also die Menschen rennen drüber hinweg oder es liegt eben so da, da ist kein Acker, da ist kein Humus, kein gar nichts und die Vögel kommen und picken es auf. Das kann man manchmal erleben, wenn man Kindern was erzählt vom Glauben und dann kommen sie in der nächsten Stunde und dann merkt man, die Eltern haben das weggepickt. Die Eltern haben das weggepickt. Die haben gesagt, du musst nicht alles glauben, was deine Rallye-Lehrerin erzählt oder was die Oma sagt. Die haben das weggepickt. Und wir haben in uns solche Vögel, also nicht nur hier, da haben wir manchmal auch ganz verschiedene Vögel, sondern auch im Herzen. Und wenn das Wort Gottes in uns gesät wird, das zum Beispiel zu dir sagt, du bist unendlich geliebt, dann kommt so ein Vögelchen und pickt es gleich weg und sagt, du bist nicht liebenswert. Wir haben diese Vögel in uns, die den Samen Gottes, das Wort Gottes, uns wegpicken. Glaub nicht, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Du musst schon alles selber machen. Wird weggepickt. Glaub nicht, dass du aus Gnade gerecht bist. Du musst schon ordentlich was dafür tun. Da wird das Gnadenwort weggepickt. Also diese Vögelchen haben wir in uns, die auf dem Weg sitzen und alles wegpicken. Die guten Worte wegpicken. Dann sagt Jesus, also was nicht auf den Weg fällt, das fällt eben gerne auf Fels. Und ich habe ja erzählt von den Steinen, die Landwirte jedes Jahr neu aus ihren Äckern raussammeln, manchmal Mordsbrocken. Sieht man ja schon, der Fels, das Verhärtete in uns, das Harte in uns, wo keine Liebe mehr hinkommt, wo wir verhärtet sind und die Liebe kann den Fels nicht aufsprengen, kann keine Wurzeln fassen. Weil Menschen aus einer zerbrochenen Familie kommen und nicht mehr vertrauen können, weil sie Missbrauch erlebt haben, vielleicht sogar in der Kirche und können nicht mehr glauben. Weil sie entwurzelt sind, enttäuscht vom Leben und verbittert. Es gibt viele Gründe, warum Menschen verhärtet sind. Und da kann der Same ganz schlecht ran, obwohl er da so notwendig wäre. Gerade da wäre es ja notwendig, dass da eine Pflanze wächst, die dann auch wieder Humus bindet und dass da wieder Leben kommt. Aber da ist es häufig am schwersten. Und man streut seinen Samen und denkt, vielleicht fällt ja doch irgendwann mal das Wort da rein in diese Kruste. Dann die Dornen. Die Dornen, das ist, kann man ganz viel reinlesen. Die Sorgen, die Ängste, aber eben auch die Freuden und der Reichtum. Alles kann eigentlich zur Dorne werden. Alles in meinem Leben, was das Wort Gottes daran hindert, in meinem Leben zu wachsen und Frucht zu tragen, kann eine Dorne sein. Die Dornen, sagt Jesus, die gehen mit auf. Also das ist eben wie wenn ich, also ich habe ja letztes Jahr viel gegärtnert wegen Corona, heuer kann ich wahrscheinlich wieder viel gärtnern wegen Corona, also es wird eine Pracht. Aber du säst was und denkst mal, super Wahnsinn, ne? Du hast da was neu angelegt und es ist total braun, der Boden, ja, da ist wunderbar alles leer und dann säst du da deine Karotten oder irgendwas. Und eh die schon aufgehen, ist schon lauter anderes Zeug da. Und dann stehst du da und weißt nicht mehr genau, was ist jetzt davon Karotte und was darf ich rausrupfen und was bleibt drinnen. Und die Dornen haben halt so, naja, was wir hier manchmal an Riesendisteln haben, die liegen da drinnen und die kriegst du, oder so Quecke oder so. Es gibt so Pflanzen, die kriegst du nicht los.
Und die Dornen, die kannst du rausrupfen und dann gehen sie doch wieder mit auf in dem Moment, wo Wasser kommt. Also die Dornen, Sorgen, Freuden, Reichtum, Ängste, alles. Bei uns auch diese Sattheit. Das ist, glaube ich, unsere Megadorne, dass wir so satt sind. Da ist bei uns immer schon alles zugewuchert. Zugewuchert, da ist überhaupt keine Zeit. Die Vorfastenzeit ist genau dafür da, schon mal vor der Fastenzeit dieses Jahr eben kürzer zu gucken, was habe ich denn da für Zeitfresser, was habe ich da für Dornen, was halte ich für schöne Blumen? Und wenn ich näher hinschaue, sind es Dornen, die mein Leben eigentlich nicht schöner machen, sondern die es beschweren. Wir beginnen ja bald mit den Exerzitien im Alltag. 45 haben sich angemeldet. Das ist ein guter Weg, um wahrzunehmen, wo betäube ich mich nur, wo konsumiere ich zu viel und was sind eigentlich Dornen, die ich für notwendig halte und an die ich mich klammer, aber die ich überhaupt nicht brauche. So, und dann, also Weg, Fels, Dornen, alles Mist. Dann kommt der gute Acker, endlich. Endlich geht's um uns. Nein, Schmarrn. Also, es gibt gute Äcker. Es gibt gute Äcker, sagt Jesus, und da geht die Frucht auf. Und das Schöne wäre natürlich, wenn er gewusst hätte und wenn wir wüssten, wie man so einen guten Acker herstellt oder woran man den erkennt oder woran das liegt. Ich frage mich ja auch manchmal, warum haben die in Sachsen so hoch Löss und wir haben hier immer noch nichts, obwohl seit Jahrzehnten da guter Landbau betrieben wird und die Äcker werden teilweise einfach nicht besser. Woran liegt es? Liegt es daran, wie jemand den Boden eben bearbeitet? Liegt es am richtigen Wort, im richtigen Moment? Kommt ja manchmal, ne? dass ich rausgehe und mich draußen hinstelle an die Tür und dann kommt jemand und sagt, heute war für mich das Wort dabei, das war das Wort, was ich heute gebraucht habe. Manchmal liegt es daran, dass das richtige Wort im richtigen Moment kommt, aber das kannst du nicht machen. Das kommt halt so. Welches Wort geht wo auf? Welches Wort geht bei wem auf? Das ist ja manchmal verheerend, weil manchmal hören die, die sich eh schon immer Druck machen, bei denen gehen die Mahnungen auf. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Oder was du alles halt tun sollst. Ja, dem einen, der hört nur das und der andere, der sich sowieso geliebt weiß und sowieso ein glücklicher Mensch ist, der hört dann dauernd noch, wie geliebt er ist und hört gar nicht, dass er vielleicht auch was tun könnte. Also das ist interessant, ja, wer hört welches Wort und welches Wort kommt bei wem einfach überhaupt nie an. Interessant, wenn man zum Beispiel den Konfirmanden zuschaut. Die Konfirmanden dürfen ja ihre Konfirmandensprüche selber raussuchen und dann sitzen wir da abendelang immer bei den Konfi-Freizeiten, dies Jahr ja nicht, machen eine Andacht und dann liegen da ganz viele Verse aus und die lesen und lesen und dann dürfen sie sich drei mitnehmen und davon dann sagen, welcher. Und es ist interessant, wie gut eben manchmal einer den Satz findet, wo er sagt, das ist wirklich ein Satz für mich. Und ich denke, das kennt jeder, dass ein Wort plötzlich aufgeht in meinem Leben. Hinter all diesen Wörtern, die Jesus aussät, die wir aussäen, die wir lesen in der Bibel, hinter diesen ganzen Wörtern steht eigentlich eine DNA, eine Kraft, ein Wort. Und das ist Christus selber. Mit dem Wort geht eigentlich Christus selber in uns auf. Wird in uns stark, wird in uns kräftig und kann dann durch uns und in uns Glaube, Selbstannahme, Geduld als Früchte bringen und kann durch uns andere erreichen. Also in uns geht eigentlich, in jedem Samen geht eigentlich Christus selber in uns auf, das eine Wort Gottes, das Wort seiner Liebe. In jeder Gemeinde gibt es ganz viele, die das Wort so lesen, in sich aufnehmen und weitergeben. Ganz ruhig, ganz von allein. Da klappt es einfach. Das ist sehr schön. Manchmal denke ich, dann gucke ich mir Fotos an von den letzten Jahren, weil ja,
weil ja im Moment so vieles nicht sein kann. Und dann schaue ich mal, ja, der war da und die haben das gemacht und das war ja toll, was sie da organisiert haben. Ganz viel, was so läuft. Deutschland ist tendenziell geistlich vom Boden sehr vergleichbar mit Palästina. Also Stress und Hektik, die uns nur Zeit für die Oberflächlichkeit lassen, wo wir immer unterwegs sind und deswegen alles nur auf unseren Weg fallen kann und weggepickt wird. Wir haben die Felsen, wir haben inzwischen ja mehrheitlich atheistische Weltanschauungen in den Städten in Deutschland und in Ostdeutschland sowieso. Mehrheitlich Atheisten. Wir haben eine große Entwurzelung, sogar hier auf dem Land Leute, die wegziehen und nicht mehr wieder zurückfinden hierher, die ihre Wurzeln verlieren. Wir haben ein Meer von Dornen, ein Überangebot an allem. Und in dem ganzen Überfluss dann haben die Leute erstaunlicherweise Abstiegsängste. Also wir haben alles und dabei dauernd Angst, dass es uns verloren gehen könnte, dass wir was davon abgeben müssten vielleicht. Also interessant, diese Dornen. Und eine große Dorne ist auch dieses Märchen in Deutschland, dass wir das alles selber erarbeitet haben. Also das sozusagen, wahrscheinlich, ich weiß nicht, in den ganzen Ländern, wo es den Leuten schlechter geht, die haben wahrscheinlich alle nichts gearbeitet nach diesem Märchen, das wir uns erzählen. Das ist das Märchen in Deutschland, eine große Lüge, dass wir alle leben in diesem Selbstbewusstsein. Das haben wir alles, wir und unsere Väter, wir haben das alles selber aufgebaut. Niemand hat uns je geholfen. Wir hatten keine besondere Begünstigung. So leben wir. Und das führt dann zu Undank. Also wenn ich denke, ich habe alles selber gemacht, brauche ich niemandem dankbar sein, dann brauche ich auch keinen Gott, dem ich dankbar bin. Also auch eine große Dorne, dieses Märchen, ich habe das alles mir selber zu verdanken. Das ist alles unser karger Boden. Geistlich karger Boden in Deutschland. Und wenn ich dann in mich schaue, darf jetzt jeder mal, also ihr müsst jetzt nicht in mich schauen, sondern schaut in euch und schaut mal rein, welchen Acker habe ich eigentlich, was von jedem Ackerboden habe ich eigentlich in mir, weil das könnte man, das Gleichnis Jesu könnte man so missverstehen, dass die einen sind halt schlechter Acker und die anderen sind guter, aber jeder von uns hat das alles in sich, die guten und die schlechten Böden. Da, wo nichts wird, in Teilen meiner Biografie, in Teilen meines Weges wird nichts. Manche Worte kann ich nicht hören, die können bei mir keine Wurzel fassen und dann kann ich mal gucken, woran liegt denn das eigentlich? Oder an manchen Stellen wächst Christus nicht in mir. Da geht das Wort seiner Liebe nicht in mir auf. Es wird zertreten, es verdorrt, es wird überwuchert. Ja. Das ist eben die Aufgabe für die Fastenzeit. Darum steht dieser Text in der Vorfastenzeit, nicht um rumzuschauen und zu gucken, wo haben denn die anderen ihre kargen Stellen, sondern ich in mir. Wo ist bei mir der Ackerboden karg und wo müsste ich mal wieder düngen, wo müsste ich mal für Humusaufbau sorgen, welchen großen Brocken muss ich auch einfach mal aus dem Acker schmeißen. Dafür ist die Fastenzeit eine super Zeit. Wir haben jetzt schon seit 4 Monaten eine Art Fastenzeit, schon wieder seit November haben wir Lockdown. Reduzierter Kaufrausch, reduzierter Stress, reduzierte Reisen, reduzierte Veranstaltungen, reduzierter Bierkonsum sogar. Ich habe ja gedacht, alle hocken jetzt daheim und picheln dauernd und der Bierkonsum steigt, aber nein, die Leute sind zu Hause und alleine macht es halt nicht so viel Spaß und dann geht sogar der Bierkonsum zurück. Also Wahnsinn. Wir sind also eigentlich schon total auf Fasten eingestimmt, aber leider aus Zwang. Jetzt wäre es schön, wenn wir das für uns als Chance begreifen, zu schauen in dieser Zeit, was sind Sachen, die ich für wertvolle Blumen gehalten habe. Also ich kann ja zum Beispiel gedacht haben, dass ich mich jeden Freitag mit dem und dem Ralle besaufe, bis wir nach Hause wanken, das wäre irgendwie eine tolle Blume in meinem Leben. Und dann kann ich vielleicht feststellen, naja, eigentlich ist es eine Dorne. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist eigentlich schädlich. So, naja, also da wisst ihr jeder selber, was ihr so gucken könnt bei euch, welche Steine ihr rausklauben könnt.
und wo ihr euch öffnen könnt für Gottes Wort, dass es in uns aufgeht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen.